Hallo, nachdem die letzten Videos ja immer von meinen Gastmeerschweinchen und den Babys waren, dachte ich tue jetzt immer wieder meine Meerschweinchen euch zeigen. Und zwar meine 7 Stück. Der Henry, der Chef der Bande, der Kastrat, ist ja im alten Jahr noch gestorben. Mit 6 Jahren und 6 Wochen ist er alt geworden. Und jetzt ist der kleine Bernhard, der Kastrat, der einzigste männliche, beziehungsweise das einzigste männliche Meerschweinchen hier in der Gruppe. Der ist gerade da hinten außen rumgelaufen. Hier kommt er wieder. Der ist noch ziemlich klein. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwann mal überhaupt der Chef der Truppe sein wird. Also er ist jetzt 4,5 Monate alt und wiegt 550 Gramm. Ich finde es ein bisschen wenig. Die Haare täuschen auch noch, weil sie ja sehr lang und lockig sind. Wir haben sie zwar schon zweimal abgeschnitten, aber er ist doch sehr schmächtig. Chefin ist jetzt die Betty. Das ist die rot-schwarze, die glatthaarige hier in der Mitte links. Die hat jetzt das Sagen hier im Stall. Und der kleine Bernhard, der muss wirklich noch ranwachsen, dass der überhaupt mal irgendwann mal zum Zuge kommt. Also bis jetzt muss er sich hinten anstellen. Also die 7 Schweinchen sind in meiner Gruppe. Und Bernhard hat sich gut eingelebt. Er versucht zwar immer, den Mädels schön zu tun, aber irgendwie werden sie von ihm ignoriert. Die Meerschweinchen sind bei mir hier in der Küche, dürfen sie rumlaufen. Dann anschließend wird natürlich wieder Großreinigung gemacht. Da hinten hat schon wieder jemand hingepieselt. Und oben wird dann der Stall gereinigt. Natürlich werden sie mal beschäftigt mit Fressen. Und Eisbergsalat ist immer super. So, da sind jetzt 6, eine fehlt. Die Emma fehlt. Also, das wollte ich euch mal zeigen. Meine 7 Meerschweinchen, dass es nicht immer bloß Babys zu sehen gibt. Klar sind die süß und niedlich, aber die Großen müssen auch mal wieder zum Zuge kommen. Also hier sind sie schön, alle 7 schön zusammen. Ganz harmonisch im Stall, auch wenn der Henry jetzt weggefallen ist. Also gab es keinen Stress irgendwie. Das ging alles harmonisch über. So, also das soll es für heute gewesen sein. Einmal wieder meine Meerschweinchen und keine Babys. Bis dahin sage ich euch Tschüss.